Willkommen zu einer weiteren Splatfest-Runde hier auf der Buckelball-Piste. Und es ist leider wieder eine Augenkrebs-Runde. Und zwar vorwärts gegen vorwärts. Und ja, an sich ist Neongrün doch schon irgendwas Interessantes, dass es diese Farbkombi jetzt endlich auch gibt. Aber es tut so in den Augen weh. Ich weiß nicht, wie ihr das nachher auf eurem Medium wahrnimmt. Aber hier auf der Switch, eieieiei. Auf diesem Switch-Monitor, das ist schon nicht mehr gesund. Das ist schon, ja, wie soll ich sagen? Es tut eigentlich weh zu spielen. Das ist so für die Masochisten wahrscheinlich gedacht. Lass mal gleich nebenbei den Farbverlauf runterschrauben. So, jetzt kann man das wenigstens ertragen. Sieht zwar aus wie Tannenbaumgrün, aber es tut so nicht in den Augen weh. Kann ich nur empfehlen, mal die Farbgebung runterzuschrauben, die Helligkeit, Kontraste höher schrauben. Dann kann man das vielleicht auch ein bisschen besser ertragen. So, und da war eben einer auf dem Jetpack. Ich hab's doch gesehen. Der scheint mir nicht. Ja. Es ist doch nicht wahr. Wolfgang. Was tust du da? So, was haben wir hier? Okay, der scheint schon wieder abgehauen zu sein. Ja, also diese Runde scheint schon wieder ein bisschen anstrengender zu sein, dass die Leute besser sind. Finde ich aber gut, das ist nicht, das ist immer so. Wie hieß er? Sable. Interessanter Name. Klingt französisch. Oder englisch. Naja. Es sei mir verziehen, wenn ich nicht weiß, aus welcher Sprache das kommt und wie man das richtig ausspricht. So wie die Leute heutzutage schon ihre Gamertags bezeichnen oder aussuchen, das ist ja schon unglaublich. Das wundert, wenn die es überhaupt selber wissen, wie man das aussprechen soll. Ich habe wenigstens was Vernünftiges, was jeder vielleicht aussprechen kann. Jedenfalls bilde ich mir das ein. Es ist so einfach, dass man es wieder erkennt. Okay, so ein ganz skurrilen kann man auch wieder erkennen. Aber da weiß man nicht, wie man es aussprechen soll. Schon wieder Sable. Mit der Schienenmaske. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ich glaube, das soll immer rechts rumgehen. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Punkte. Also, wir sind hier. Okay. Einfach nochmal schnell irgendwelche Sachen reinwerfen. Komm, schwimm weg. Und bei uns hier noch so ein paar Punkte. Schnell, bevor es jetzt vorbei ist. In der Hoffnung, dass die anderen das nicht so weit verkacken. Schon hinterher. Ja. Ich weiß, du hast alles gegeben, Nick, jetzt, aber hey, nimmst dir nicht zu Herzen. Die waren besser, obwohl die haben ihren Bereich nicht ausgemalt. Es kann manchmal auch nach hinten losgehen, Leute. Denkt dran. Naja, wir haben leider knapp verloren. 3%. Dennoch, wenn ihr euch hier rechts in der Liste wiedererkennen solltet oder euch der Kampf gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann. Willkommen zu einer neuen Splatfest-Runde hier wieder auf der Pokerfall-Piste. Und es ist wieder ein Vorwärts gegen Vorwärts-Match. Und diesmal sind wir nicht in der tollsten Farbe aller Zeiten. Das ist leider blau. Schade. Aber das hält uns nicht ab, trotzdem darum, unser Bestes zu geben. Ja, die letzten paar Runden, die waren nicht so erfolgreich. Schade eigentlich. Aber so ist das nun mal, ne? Man kann ja nicht immer gewinnen und wäre auch schade, wenn man immer nur gewinnen würde. Dann hätte die auch vielleicht keinen Spaß dabei zu gucken, wie wir mal einfach mal abkacken. Ne? Also oh, da ging er mit dem Ding hier weg. Mit dem... Wie hieß denn das Teil? Verunreiniger? Ja, ich sag immer dazu, dieses komische Teil. Klingt ja auch schon wie so eine Klospülung, ey. Und irgendwie haben wir es heute mit den ganzen Toilettenthemen, kann das sein? Ich glaube, das liegt einfach am Splatfest. Am Splatfest, das heute irgendwie... Dass das Thema einfach so blöd ist. Der ganze Tag ist blöd. So. Nun gut, aber wir freuen uns, wir haben Splatfest, wir freuen uns, Farbe, Farbe, Farbe. Boah, gehen wir da.
Hab ich ja jetzt schon gesehen, dass er damit rumballert. Wie so ein Irrer. Nun gut. Ja. Ich kriege dich. Nicht. Nein, natürlich nicht. War ja klar. Antoine. Antoni. Antoine. So. Hey, wie kommt das denn alles hierher? Nur wahrscheinlich durch diesen Verunreiniger. Unreiniger wird es bestimmt gewesen sein. Hat das Bällebadfahrt nicht gut. So, damit haben wir wieder einen weg. Vielleicht hier zurückfärben. Keine Tinte mehr. Meine Güte. Toll, da wollte ich das so machen, dass er auch hinten auf den Dings einschlägt. Hat auch nicht viel gebracht. Punkte klauen, zurückholen, zu dem noch auf unserem Gebiet. So, jetzt aber mal zum Gegenschlag ausholen, Leute. Kann nicht sein, dass wir hier so weit zurückgehen. Auch wenn ich das cool finde, dass so viel Magenta im Spiel ist, aber hey. Ich weiß, alles gut. Keine Angst, wir könnten das schaffen. Irgendwie. Nur zusammenreißen. Oder auch nicht. Auch wenn das mit Magenta geil aussieht, aber ich glaube, wir haben verloren. Ja. Schade, schade, schade. Hey. Nicht den Kopf hängen lassen. Wenn ihr euch hier rechts wiedererkennen solltet, oder der Kampf euch gefallen hat, oder dass ihr es geil findet, dass Magenta so viel gewonnen hat, dann lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ein neuer Effekt. Bin gespannt. Boah. Ja, komm, wir machen noch einen Kampf. Willkommen zu einer weiteren Splatfest-Runde hier in der Wandelzone. Und es ist wieder ein Match. Vorwärts gegen rückwärts. Gott sei Dank. Hatten wir ja lange nicht mehr. Deswegen geben wir jetzt mal alles und gucken uns mal die Wandelzone nochmal ein bisschen an. Damit ihr einfach wieder mal ein paar mehr Eindrücke von meiner Bestätigung herkriegt. Für meine Aussage, dass diese Wandelzone einfach nichts Besonderes ist. Oh, guck mal, jetzt sieht das aus wie rot. Okay, ich habe den Satz immer noch nicht beendet. Also. Diese Wandelzone ist zwar schön und gut, dass sie existiert, aber sie ist nichts Besonderes und eigentlich enttäuschend dafür, dass es ein Splatfest ist. So ist meine Meinung. Das einzige Besondere ist, es sind viele Schwämme da, es ist sehr verwinkelt. Und das war's. Ach ja, und diese kleinen komischen, wie man das nennt, Stangen, Rollen, Farben, hier. Hier. Die sind doch relativ viel vertreten, aber das war's dann auch schon. Ist jetzt nicht sein Ernst. Ist doch nicht sein Ernst mit dem T-Tüber. Er sieht zwar cool aus, aber hey. Ich finde, die Konzentratorenwaffen sind sowieso in einem Revierkampfmatch mega überbewertet. Die, ja, decken nicht genug Fläche ein. Es geht ja hier eigentlich nur darum, viel Fläche einzufärben und nicht darum, so viele Leute wie möglich umzuballern. Hier jemanden, den man unboxt, hinterlässt auch Tinte, aber hey, das ist nicht im Vergleich dazu, wenn man mit dem Roller rumfährt, vergleichbar. Das ist im Gegensatz dazu sogar schon etwas lächerlich. Wir sollten hier mal vielleicht mal ein bisschen mehr auf die Flächen einmalen, Leute. Was haltet ihr davon? Gucken, ob wir vielleicht irgendwie rüberkommen zum Gegner. Ach komm. Wie man auch immer deinen Namen ausspricht. Xana? Wenn irgendjemand das weiß, schreibt mal in die Kommentare, wie dieser Name ausgesprochen werden könnte.
Ich habe keinen Schimmer. Ach komm. Try hard. Ja. Vielleicht solltest du das Toilettenpapier andersrum hängen. Hm? Dann könnte das vielleicht was werden. Jetzt nix wie. Ach, fern drücken. Ist doch jetzt nicht sein Ernst. Ein Blick auf die Karte. Na, könnte jetzt knapp werden. Komm, 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 komm. Ich wollte noch so ein Teil werfen, Mensch. Ich würde sagen, Blau hat gewonnen. Sag ich doch. Wieder ganz knapp mit 1,2%. Naja. Nun gut, wenn ihr euch hier rechts wieder erkennen solltet oder euch der Kampf gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Willkommen zu einer weiteren Splatfest-Runde hier auf der Pokéball-Piste. Und wir dürfen wieder vorwärts gegen rückwärts spielen. Oder kämpfen, fahren. Je nachdem, wie ihr das benennen wollt, eine Runde. Yeah. Ich finde den Farbton von... Sind wir jetzt rückwärts? Nein, wir sind vorwärts. Ja, ich komme mittlerweile schon echt durcheinander damit. Auf jeden Fall, unser Farbton finde ich irgendwie interessanter als den von dem Blauen. Das Blaue sieht sowieso nach... Ja. 0815 aus und unser hat so ein bisschen leichten Magenta-Ton und dementsprechend ist ja klar, warum ich mich dafür entschieden habe. So, und da ist schon der erste Ulti, der da durch die ganze Arena strotzt. Heftig. Kann man so schnell schon sein Ulti voll haben. Ich habe meinen jetzt auch voll, aber hey. Ist ja nicht vergleichbar. Finde ich jedenfalls. So, bringt ja alles Punkte. Punkte können wir immer gebrauchen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen diesmal. Und toll, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, ne? Ach, verdammt, hätte ich da nicht hochgesprungen. Runtergesprungen. Gut. Gefahr. Warum haben wir Gefahr? Ich verstehe es immer noch nicht, warum dieses Gefahr auf bedeutet. Für wen? Weil wir jetzt einen weniger sind, oder? Ne, immer noch Gefahr. Werden wir gerade von irgendwie anvisiert? Hat irgendjemand Ulti fertig und wir nicht? Oder wir haben auch einen. Ich verstehe diese Gefahr da nicht. Vielleicht weiß einer das von euch. Könnt ihr mal in die Kommis schreiben? Oder liegt das daran, dass die jetzt mehr Prozent haben als wir? Wäre mal interessant zu wissen, wofür dieses Gefahr da oben steht. Wenn es da mal aufblinkt. Gehen wir so weit zurück, dass wir es gar nicht mehr aufhören könnten. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Wenn ich auch mal ziele, dann treffe. Und da hatte ich keine Tinte mehr. Verdammt. Gucken wir mal. Sieht ungefähr noch relativ ausgeglichen aus. Aber wofür steht dieses Gefahr? Wofür? Boah, wie schlecht ist denn das Bällebad ausgemalt? Mensch, Leute. Strengt euch doch ein bisschen an. Strengt euch doch bitte an. Hier ist doch fast gar nichts ausgemalt. Nur in der Mitte eben hier. Das kann doch nicht sein, Mensch. Bisschen anstrengend hier. So. Sieht doch schon ein bisschen besser. Ja, gehen wir mit diesem Verunreiniger weg. Naja, vielleicht hat das ja noch was gebracht. Ich glaube zwar nicht, aber... Nein. Überhaupt nicht. Na... Na okay. Dann kann ich immer nur gewinnen. Auf jeden Fall
Wenn ihr euch rechts wiedererkennen solltet oder euch der Kopf gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann. Willkommen zu einer weiteren Splatfest-Runde. Wir sind schon wieder auf der Buckewaldpiste und wir spielen vorwärts gegen vorwärts. Anna Banana. Das ist, ja, kreativ, ne? Okay, wenn man Bananen mag, vielleicht schon. Los geht's, würde ich mal sagen. Also, die Farbgebung ist auch mal wieder sehr genial. Also dieses, könnte man sagen, Mintgrün, Türkisgrün, hat schon was. Aber leider bin ich ja hier, ach wieso leider, es ist eigentlich auch eine coole Farbe, dieses Violett. Altviolett. Irgendwie sowas. Ich muss mal so ein Kunststudent fragen, welche Farbtöne das hier eigentlich sind. Oder wenn einer unter euch ist, kann ja gerne mal seine Meinung dazu in den Kommentaren hinterlassen. Ich würde jetzt auf Altviolett tippen. Neonviolett ist für mich zu hoch. Also zu hell das Ganze. Na guck mal, hier hat ja jemand mitgedacht. Können wir ja besorgt hier runtergehen. Aber dieses Mint, Türkis, irgendwas, das ist doch auch geil. Das hat auch irgendwie Farbe. Ach, da kommt so eine Regenwolke. Ich wollte schon sagen, was ist denn da falsch? Der hat auch nur die Mitte getroffen damit, ne? Ja. Mit diesem mittleren Regen. Naja, auch nicht schlimm. Kann ja mal passieren. Hier ist ja auch noch nichts wirklich gemalt. Die scheint alle nur in der Mitte zu abzuhängen, ne? Ja. Leute, das sind auch Punkte da unten. Die dürft ihr auch gerne mitmalen. Ja, und der hat sich, glaube ich, ein bisschen verschätzt. Mit dem Abstand. Tut mir leid, aber so ist das Spiel nun. Kein Pardon. Boah, schon wieder keine Tinte. Die geht aber auch relativ fix leer. Jetzt ist die Frage, was macht der Gegner gerade und wo ist der Gegner gerade? Nur noch zwei, die da aktiv sind. Aber das ist dann heftig. Das ist dann wirklich auch schade, wenn da nur noch zwei dabei sind von denen. Mal so ein bisschen im Auge behalten. Die wirklich weg sind oder also bis jetzt sind die noch nicht wieder gespawnt. Also würde ich sagen, spielen wir 4 gegen 2 und das ist wirklich unfair. Leute, schämt euch, die da weggegangen sind. Das ist nicht cool. Das ist wirklich überhaupt. Zoe, was machst du da? Zoe. Ja, eigentlich brauchen wir doch gar nicht mehr mitmachen. Das ist ja schon eigentlich so gut wie gewonnen. Leider. Ich weiß, es ist ein bisschen unfair. 4 gegen 2. Da kann man nicht gewinnen. Aber trotzdem, die haben ihr Bestes gegeben. Dafür Hut ab. Die gingen trotzdem gut ab. Und deswegen, wenn ihr euch, wenn es euch gefallen hat oder ihr euch rechts in der Liste wiedererkennen solltet, lasst einen Daumen da oder ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Runde.